Eigentlich hat das Jahr 2020 für Swissherdbook zuversichtlich angefangen. Wir sind sehr gut ins Jahr gestartet. Wir sind schwungvoll unterwegs gewesen. Höhepunkt hätte eine Züchterehrige sein im Rahmen des SwissCow am Schwingfest im Kanton Basel-Land. Und auch das 50-jährige Bestehen vom Verbandshaus hat Grund zum Feiern gegeben. Doch es ist anders gekommen. Es war eine besondere Situation. Swissherdbook hat uns informiert, dass wegen Covid-19 die Kontrolle ausfällt. Und das auch noch gerade in der Phase, in der wir Futterumstellung hatten. Der Entscheid der Zuchtverbände, zur Sicherheit von allen Beteiligten erstmals in der über 60-jährigen Geschichte der Milchleistungsprüfung auf die Kontrolle zu verzichten, ist von historischer Bedeutung. Vieles war jedoch unklar. Guten Morgen, Therese. Wir haben nicht gewusst, wenn wir wieder mit Kontrolleuren auf Betrieb können. Darum haben wir sofort angefangen, B-Kontrollen vorzubereiten. Es hat viele offene Fragen für mich beantwortet. Ich habe meinen Züchter unterstützt mit der Organisation und der Vorbereitung der Kontrolle. Ja, das war für uns halt schon umständlich und wir hatten länger. Aber die Daten sind nun einmal wertvoll, sehr wertvoll für unser Herdenmanagement. Ab Mitte Mai hat sich die Lage entspannt und die Milchkontrolle ist wieder normal aufgenommen worden. Auch während der zweiten Welle im Herbst haben sie die gewonnenen Erfahrungen geholfen, die Milchleistungsprüfung trotz Maskenpflicht weiterzuführen. Dank gutem Krisenmanagement und soliden Strukturen gestaltet sich der Abschluss des Geschäftsjahres 2020 durchaus erfreulich.